bei einem Lieblingsthema von mir angekommen, nämlich dem Thema KI, künstliche Intelligenz. Da denke ich als Science-Fiction-Fan natürlich sofort an Terminator und Co. Und wir werden jetzt aber nachher fragen, was ist genau Stand der Dinge mit der künstlichen Intelligenz heute? Und das frage ich nachher beim Christoph König. Er ist Teamleiter Software Architecture bei iSolution AG. Herzlich willkommen hier am Digitaltag. Christoph König, wann laufen Sie Roboter hier durch die Weltgeschichte durch? Das ist noch sehr lang entfernt. Da gibt es unterschiedliche Expertenmeinungen. Manche sprechen, dass die sogenannte technologische Singularität, also eine KI, die dem Menschen in allen Dingen gleichwertig oder überlegen ist, noch 30 Jahre entfernt ist. Es gibt andere, die von 100 oder 200 Jahren sprechen. Das können wir noch nicht sagen. Und es gibt ein schönes Wort dazu. KI wird aktuell dramatisch überschätzt und dramatisch unterschätzt, und zwar zeitgleich. Wir denken bei KI oft an Science Fiction, an Commander Data aus Star Trek oder den Terminator oder HAL aus Odyssee im Weltraum. Davon sind wir noch definitiv viele, 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 wahrscheinlich Jahrzehnte, vielleicht sogar Jahrhunderte entfernt. Aber was wir heute haben, sind die sogenannten schwachen künstlichen Intelligenzen. Das sind Systeme, die eine hochspezialisierte Aufgabe besser als der Mensch übernehmen können. Wir denken dort zum Beispiel an den Schachspielcomputer, der den Schachweltmeister vor ein paar Jahren mehrfach besiegte. Aber dieser Computer ist unfähig, sich ein paar Schuhe zu binden oder ein Kinderlied zu singen. Aber in diesen hochspezialisierten Systemen, die nur eine Sache können, dort sind wir tatsächlich schon viel weiter, als die meisten Menschen glauben. Aber ich denke jetzt auch für mich als Laie, wenn ich höre, dass ein Computer, wie beim Schachcomputer, ja, aus Sachen, die passieren, seine Folgen herausschliessen und dementsprechend anders kann reagieren kann, dann lernt er ja dazu. Und etwas, das lernt, wird von mir aus gescheit und wird mich eventuell irgendwann überflügeln. Das wird er. Es gibt Einzelaufgaben, wo die Maschinen wesentlich besser arbeiten werden können und auch heute schon arbeiten als ein Mensch. Ein schönes Beispiel ist die Handschrifterkennung. Jeder große Postbetrieb, die Schweizer Post, die Deutsche, die Französische, steht vor dem Problem, dass sie die Adressen identifizieren müssen. Und die sind furchtbar niedergeschrieben oft. Aber die Maschinen können das sehr, sehr gut und überflügeln in dieser einzelnen hochspezialisierten Aufgabe bei weitem jede menschliche Fähigkeit. Das heißt, wir sind eigentlich schon mit drin im Zitat von KI. Wo kann ich denn, wo erlebe ich tagtäglich KI? Vielleicht auch dort, wo ich es vielleicht gar nicht weiß. Ja, KI ist als wie jedes Computerprogramm erst einmal unsichtbar. Das ist ein Programm, es läuft irgendwo, es tut irgendwas und ich sehe es nicht. Denn wir dürfen nicht vergessen, die Roboter, das ist sehr teuer und da ist viel Science Fiction immer noch dahinter. Aber wo Herr und Frau Schweizer es sozusagen im Alltag spürt, ist zum Beispiel im Bankwesen, in unser aller Pensionskassen. Das moderne Bankwesen ist vollkommen undenkbar, ohne künstliche Intelligenz. Ich habe einen Freund, der arbeitet bei einer der großen Banken in der Schweiz, der mir einmal berichtet hat, wie Risikomanagement dort gemacht wird. Welche Immobilien kauft man, welche Fonds verkauft man und so weiter. Dahinter steht massiv Energie und auch massiv künstliche Intelligenz. Und auch wenn ich nur den Lichtschalter einschalte, riesige Computersysteme beschäftigen sich damit, den Energiefluss in unseren Netzen aufrechtzuerhalten. Und es ist indirekt spürbar. Und das Letzte, was ich gelesen habe, ist ein ganz großes Thema aktuell, ist das sogenannte Predictive Policing, dass die Polizei auf Systeme setzt, die ihnen vorhersagen, wo ungefähr ein Verbrechen oder eine kritische Lage entstehen könnte. Und dann kann man präventiv auf Streife gehen. Es ist unsichtbar im Hintergrund und es ist vor allem, das muss man so sagen, auch in der Schweiz überall mittlerweile. Also, der letzte Punkt, und ja, jetzt aber schon sehr so nach Minority Report, wie du, wir können auch schlussendlich jemanden verhaften, der die Straftat zuerst gedacht hat und noch gar nicht begangen. Ja, das ist immer das Problem bei KI. Es gibt ein ganz großes Risiko dort, wo wir dem Computer Aufgaben einfach überlassen und sage, entscheide und ich mache das dann. Dort wird es immer kritisch, denn der Computer ist hart, er kennt keine Moral und ein Mitleid hat er auch nicht. Wir müssen also bei der KI-Einführung immer aufpassen, dass wir nicht den Kontakt zu den Entscheidungen, zu den Informationen, die uns der Computer errechnet, am Ende des Tages verlieren, sondern dass wir ihn immer nur als Hinweisgeber nehmen und dann als Mensch darauf reagieren und ihn nie die volle Kontrolle überlassen. Wir sind natürlich aber näher auch irgendwie in einer Abhängigkeit drin. Also ich kenne das von meinem eigenen Betrieb, unserem Fernsehsender, kann es schon mal vorkommen, dass die eine oder andere Computerpanne das System zum Absturz bringt und dann geht gar nicht mehr. Was passiert denn? Diese Szenarien sind, so wie es aktuell ausschaut, nicht so wahrscheinlich. Die großen Anbieter dieser künstlich intelligenten Systeme, IBM, Microsoft, Google, Facebook, Uber, Amazon, haben ein
enormes Interesse daran, dass diese Systeme stabil laufen. Wenn sie jeden zweiten Tag klemmen würden, abstürzen, Bluescreen, wie man das aus den 90ern kennt, würde niemand sich auf diese Systeme verlassen. Sie würden nirgends eingeführt werden. Aber sie sind tatsächlich äußerst stabil und laufen. Tag und Nacht, sie kennen keinen Feierabend, keinen Feiertag, werden nie krank. Und sie sind äußerst zuverlässig. Auch das, was wir von unseren Kunden hören, läuft das sehr gut. Ja. Sie laufen und sie sind äußerst zuverlässig. Das bringt natürlich den oder anderen Arbeitnehmer in die Schweiz, weil man sich logischerweise denkt, ja, wenn das die in Anführungszeichen Maschine kann, wie lange braucht es mehr noch? Ja, das ist eine Frage. Es gibt einen deutschen Philosophen, Richard David Precht, der sich damit sehr, sehr intensiv in mehreren Büchern, die ich sehr empfehle, auseinandergesetzt hat. Es gibt Berufe, die sind hochgradig bedroht. Dazu gehört der Sacharbeiter, alle Sachbearbeiter. Alles, was zum Thema Sachbearbeitung ist, wird früher oder später teilweise oder in Gänze ersetzt werden. Auch dazu gehören juristische Berufe, Recherchearbeiten über Gerichtsurteile und Gesetzestexte. Auch das kann man heute schon ersetzen. IBM versucht da sehr, sehr viel an den Markt zu bringen. Aber es gibt Berufe, dort wird die Einführung von künstlicher Intelligenz zu einer massiven Aufwertung führen. Dazu gehören alle, was wir so Empathieberufe nennen, zum Beispiel Kinderbetreuung. Ich möchte meine, ich habe zwei Kinder, nicht in einen Kindergarten geben, wo die Hälfte der Arbeit, das Geschichten vorlesen oder da blutet jemand, du brauchst ein Pflaster, von einem kleinen rumfahrenden Roboter erledigt wird. Ja, es wird eine massive Aufwertung dieser Art von Tätigkeit geben. Auch das Handwerk, das ist eben auch der Richard David Precht, hat das sehr schön beschrieben in einem seiner Bücher, wird eine große Aufwertung erfahren, denn das Herstellen eines Stuhls oder eines schönen Tisches, ja, nach Kundenvorgaben und ganz speziell und nicht in Serie, es ist eine Tätigkeit, die viel zu teuer ist, zu automatisieren. Und diese Berufe werden eine Aufwertung erfahren. Aber in der ersten Welle der KI werden, und das muss man sagen, werden sich sehr viele Berufe verändern, Sachbearbeiter, höher ausgebildete Berufe. Man spricht von Wirtschaftsprüfern, die hochgradig bedroht sind. Heute sind das topbezahlte Spezialisten. Aber deren Tätigkeit ist tatsächlich durch eine KI, prüfen, ob Bilanzsummen stimmen, ob die Schulden richtig aufgeführt sind, ersetzbar. Und da gibt es noch ganz viele Beispiele. Juristen, Radiologen, ein Röntgenbild anschauen und benennen, was man dort sieht. Auch da gibt es mittlerweile Projekte auf der Welt, die versuchen, diese Berufe zu verändern. Aber die gute Nachricht ist, es gibt kein Limit, das hat einer der Google-Gründer mal gesagt, an zu erledigender Arbeit. Ich glaube fest daran, es wird sich etwas finden. Wir müssen aber den Rahmen setzen und der Gesetzgeber muss eingreifen. Was ist legal, was ist nicht legal, wie wollen wir gesellschaftlich steuern? Da finde ich auch, muss die Politik noch etwas tun. Jetzt haben ja schlussendlich die Spezialisten, die das Thema KI wie dir grosse Fahnen geschrieben haben, die daraus kommen, die schlussendlich auch all die Vorgänge können durchführen und quasi KI dazu bringen, die Sachen zu machen, die jetzt gerade gesagt haben. Andersrum haben wir eben die Leute, die Jobs haben. Und die braucht man ja wahrscheinlich dann auch, dass man überhaupt das Fachwissen von einem Jurist überhaupt kann übertragen kann. Wie bringt man jetzt die Leute dazu, da mitzumachen, wenn sie wissen, ich gebe jetzt eigentlich mein Wissen ab in eine künstliche Software? Ja. Dieses Problem ist nicht neu. Wir haben das gleiche Problem gehabt vor sehr, sehr vielen Jahren in der ersten industriellen Revolution. Damals hat die Dampfmaschine den menschlichen Muskel ersetzt. In den 70er bis 90er Jahren des letzten Jahrhunderts haben die Schweißroboter und Sortieranlagen die menschliche Hand ersetzt. Der Kernpunkt an so einer Entwicklung ist, man muss den Leuten Perspektive geben. Wenn ich in meiner Organisation, meinem Unternehmen groß ankündige, wir führen das jetzt ein und nächstes Jahr habe ich 50 Angestellte weniger, werde ich auf enormen Widerstand stoßen und drohe zu scheitern. Das heißt, ich als Unternehmer oder als Vorsteher einer Behörde oder als Verwaltungsrat einer Aktiengesellschaft muss sehr, sehr viel dafür tun, damit ich meinen Leuten eine Perspektive bieten kann. Denn nochmal, es gibt kein Limit an zu erledigender Arbeit. Wir alle kennen den Arbeitsalltag. Ach, ich hätte noch gern das gemacht und noch gern das gemacht. Und leider fehlt mir die Zeit. Und eigentlich wäre es doch schön, wenn diese lästigen Alltagsarbeiten von einem Computer erledigt werden können. Und ich kann mich um die ja, sich nicht wiederholenden und sehr auf menschliche Interaktion fokussierten Tätigkeiten, das wird eine KI für äußerst lange Zeit noch nicht beherrschen, kann mich darauf fokussieren. Und diese Perspektive muss ich allen geben und muss das klar kommunizieren. Ja. Ich sage jetzt mal etwas Provokatives. Ich glaube, der Mensch ist schlichtweg zu faul dazu, seine Zeiten zu nutzen.
Es wird schon Erleichterungen geben in dem Sinn. Aber was macht er dann mit der Zeit, die er noch übrig hat? Ja, das ist ganz, also es gibt so Sozialforschung zu dem Thema, die sagen, wenn ich dir morgen die Möglichkeit gebe, bei gleichem Einkommen weniger zu arbeiten, was würdest du in der Freizeit dann auf dem Sofa sitzen und Fernsehen schauen? Da sagen die meisten Menschen, nein, ich habe so viel zu tun, ich könnte mich um meine Eltern kümmern, ich könnte auf Arbeit, ich könnte all diese tollen Sachen, die liegen geblieben sind, erledigen. Das sagen die Leute über sich selbst. Und wenn ich die gleiche Frage stelle, das ist tatsächlich erforscht, würde dein Nachbar das genauso machen? Dann sagen die Leute meist, nein, der auf keinen Fall. Das ist ganz wichtig. Ich glaube, die meisten Menschen finden etwas, aber wir müssen in einer Gesellschaft, die wohlhabend bleiben möchte, die Arbeit haben möchte, Arbeit ist auch sinnstiftend im Alltag, müssen wir eine Antwort finden, was machen wir mit der frei werdenden Kapazität? Wir sollten uns also nicht nur von dem Effizienzgedanken leiten lassen, sondern sollten es uns unbedingt leisten, darüber nachzudenken, wenn ich ein Unternehmen habe und ich habe 10 Mitarbeiter, ich sage es mal plakativ, die habe ich ersetzt durch einen Computer, sollte ich nicht darüber nachdenken, wann kann ich die kündigen, sondern was können die als sinnvolle Tätigkeiten denn sonst noch erledigen? Und da wird sich ein Riesenberg Arbeit finden, aber man muss es wollen als Unternehmer. Wir haben jetzt von KI gehabt, die Aufgaben übernimmt, eben auch im Sinne von Wissensaufgaben und so weiter und so fort. Kommen wir schon zum anderen Bereich, sicherheitstechnisch. Wir kennen heute schon Autos, wir haben jetzt hier zu Bern die Marzilli-Ungenbusse, verkehrt kein Chauffeur mehr dahinter, der erkennt, wenn Leute auf der Straße sind. Ich gebe da eigentlich ja mein Leben in dem Sinn auch in die Hänge von einem Computer, hoffentlich erkennt er mich, wenn ich über die Straße laufe. Ja, das ist ein großes Problem. Das Autobeispiel wird immer benannt. Was macht das Auto, wenn ich darin sitze? Wird es mich schützen oder wird es mich in die Wand fahren, weil ein paar Kinder vor das Auto laufen und wird vielleicht mich gefährden als Insasse, weil ich gerade drin bin? Da gab es sogar Abklärungen auf der Ebene der Vereinten Nationen, dass man gesagt hat, diese Art von moralischer Programmierung oder ethischer Programmierung sollte man nicht treffen. Autos werden heute so programmiert, dass ich mich reinsetze und dass sie mich als Fahrer schützen. Ansonsten würde sich niemand in ein Auto setzen, von dem er weiß, oh, wenn ein Kind auf die Straße läuft, lenkt mich das sofort in den Gegenverkehr. Und das finden viele Leute grausam, diese Entscheidung. Das kann man nachvollziehen. Das würde das Kind vielleicht überfahren. Aber die Realität ist, das passiert auch heute schon. Niemand, der auf der Straße unterwegs ist, lenkt sein Auto in den Gegenverkehr, meist sogar im Affekt nicht oder versucht es zumindest zu vermeiden. Aber es ist ein Vertrauensproblem, das gelöst werden muss. Man kann das zum Beispiel bei den Autos über Geschwindigkeitsreduktionen, in der Stadt sollte nur noch 30 oder 35 gefahren werden. Wir haben ja auch in der Schweiz mehrere Teststrecken für selbstfahrende Busse, die haben alle eins gemeinsam. Sie fahren langsam. Sie fahren 20, 30, 35 km/h. Sie wollen schnell bremsen können. Sie wollen gar nicht risikofreudig sein, wie wir Menschen, sondern versuchen, die Situation von Anfang an zu vermeiden. Haben wir denn nicht auch jetzt in dieser ganzen Forschung vielleicht auch das Problem, so ein bisschen ein ähnliches Problem, wie wir vielleicht auch in Gentechnik haben, man macht halt so weit, wie es geht, man versucht, Grenzen auszuloten. Also gibt es irgendwann einen Punkt, wo man als Regierung, als Behörde, als Parlament vielleicht auch muss eingreifen und dann sagen, bis hierher und nicht weiter? Ja, den gibt es meiner Meinung nach absolut. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Wir haben eine Firma und die hat regelmäßig Bewerbungen. Und nun entscheidet die Firma die Bewerbungen, auch die ganzen Dossiers, die da reinkommen, das überlassen wir einer Maschine. Die sagt uns dann einstellen oder nicht einstellen. Das ist übrigens nicht aus der Luft gegriffen, da gibt es Systeme, die das machen. Es gibt Anbieter, die das versuchen, an den Markt zu bringen und zu verkaufen. Und ich finde, wo der Gesetzgeber einmal drüber nachdenken könnte, wäre zum Beispiel, habe ich als Bewerber ein Anrecht darauf, von einem Menschen beurteilt zu werden? Oder ist eine automatisierte Absage von einem System, die mein Lebenslauf gelesen und verwertet hat, ist das legal? Darf man das oder nicht? Das geht auch in den Vereinigten Staaten. Gibt es zum Beispiel Systeme, wo man sagt, als Diabetiker kriege ich von einer künstlichen Intelligenz, quasi von einer App auf meinem Handy, einen Ernährungsplan. Und das musst du akzeptieren, weil zum Arzt gehen ist zu teuer. Das sagt meine Versicherung. Aber habe ich einen Mensch als einen Anspruch darauf, von einem Menschen beurteilt zu werden? Das ist eine Frage, die im Raum steht und die man klären muss. Und ich bin jetzt kein juristischer Experte, aber meines Wissens nach noch nicht geklärt wurde. Wir haben vorhin gesagt, auf meine Eingangsfrage her, Science Fiction, wir sind natürlich weggekommen von Terminator und Data. Weil man keine anders einsetzen will. Trotzdem, gerade aus dem asiatischen Raum, kennen wir immer wieder die Bilder von Computer, von KI, wo man natürlich bewusst versucht, menschlich zu machen. Also es gibt die,
die Roboter, die man schon aussieht, man experimentiert mit Silikon und so weiter, dass man wirklich das menschliche Ebenbild herbekommt. Warum macht man denn das überhaupt? Ist das so ein Urding vom Mensch? Der Mensch möchte gerne einen Ansprechpartner, der so ist wie er selbst. Wir fühlen uns also ich fühle mich bis heute etwas unwohl, wenn ich mit meinem Smartphone mit Siri spreche. Das fühlt sich nicht richtig an. Das ist irgendwie komisch, da schämt man sich schon fast für. Ich habe das vor ein paar Tagen wieder gemerkt, da habe ich in der Straßenbahn, ich wohne in Zürich, in der Straßenbahn gesessen und wollte per Siri eine E-Mail diktieren und kam mir irgendwie komisch vor. Und die Bestrebungen gehen dahin, dass man quasi wie ein Menschenabbild schafft, mit dem es leichter ist zu interagieren. Und da sind wir wieder bei Commander Data aus Star Trek. Zum Schluss, was sind die positiven Effekte bei KI in nächster Zeit? Ja, die positiven Effekte werden sein, dass wir befreit werden von lästiger Büroarbeit. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Sie kriegen eine E-Mail und da steht drin, ich bin dein Kunde und ich hätte gern morgen einen Termin. Das sind doch Aufgaben, damit möchte ich mich nicht beschäftigen. Sag mir doch einfach, wann ich einen Timeslot habe und dann trage den Termin dort ein. Also das wäre der positive Effekt. Was meine persönliche Meinung ist, wo die größten positive Effekte Wirkung entfalten werden, ist im Verkehrswesen. Ich hoffe sehr darauf, dass uns, das müssen nicht mal selbstfahrende Autos sein, aber intelligente, unterstützende Systeme die Zahl der Unfälle reduziert. Ich hoffe sehr auf die medizinische Forschung. Das sind ganz, ganz lange Prozesse. Zehntausende oder Hunderttausende von Proben müssen analysiert und durchgespielt und bewertet werden, dass dort die KI so positiv wirken kann, dass wir eine Beschleunigung des medizinischen Fortschritts, das wird ja immer so verkauft, aber ich hoffe, dass es auch eintritt, erleben werden. In Zeiten von Corona sehen wir das. Es gibt den Beruf des Digitalepidemiologen, die beschäftigen sich mit nichts anderem, als ihre Systeme mit Daten zu füttern und versuchen zu errechnen, wo der nächste Hotspot ist. Wunderbar, schöne neue Welt, kann man darum sagen. Herr König, merci vielmals für das Interview. Vielen Dank.